Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Folge 40 sind wir. Wie versprochen, ich habe jetzt erstmal die ganzen Schlingendorn-Teilseiten zusammengesucht. War kurz nochmal beim Lehrer, hab mir Totstellen geholt. Gar nicht mal verkehrt, wie wir letztes Mal gesehen haben. Ich habe auch mal gesucht hier für Alemania. Ich habe jetzt Folge 1 bis 15. Unter den letzten Videos verlinkt. Ihr könnt ja auch nochmal gucken. Und Folge 20 suche ich noch. Zum Verlinken dann. Aber ich denke mal, dass das gar nicht mal so schlecht ist, ne? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von Alemania haltet und ob ihr das vielleicht schon auch vorher kanntet. Je nachdem, bestimmt, wenn ihr auch so in der Zeit gespielt habt von Burning Crusade, bestimmt. Habt ihr bestimmt einen Hype um Alemania mitbekommen. Weil das war ja wirklich großartig. Damals. Es hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. So, dann können wir jetzt endlich unsere Quest abgeben. Ich habe auch mal geguckt, ob ich noch irgendwo die anderen zwei Seiten herbekomme. Im Auktionshaus war leider nichts. Und auf der Bank, die gab auch nichts mehr, ja. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal nach Booty Bay. Da gibt es noch ein paar Quests für uns. Weil sonst wird das alles etwas grau nachher. Das ist nämlich auch morgens dann. Ich bin ganz Ohr. So, jetzt können wir. Nein, Kapitel 2 meine ich Mögen was. eure Ja. Reisen sicher sein. Schön euch zu sehen. Es verfehlen uns auf vier Seiten. Macht ihr hin? Dann wird die auch schon alle fertig. Und hier waren die Tiger, ne? Ja. Ich war auch mal beim Lehrer für Leder, aber da habe ich nichts wirklich Tolles gefunden. Und ich habe auf der Bank noch für Stufe 34, die wir jetzt sind, den Bogen mitgenommen, den ich nachher liegen hatte, habe ich gedacht. Es bietet sich ja an. Ach, nimmst du einfach mit. Und für unseren Dean haben wir direkt. Nee. Cobra Flexe geholt. Da gab es noch ein paar, aber die waren jeweils ein Gold und so viel Geld hatte ich nicht. Junger Panther braucht man nicht. Ich glaube, jetzt brauchen wir die normal, die großen Panther, ne? So, auch laufen haben wir schon an. Okay. Ja, das fand ich immer ganz furchtbar hier laufen. Aber gut. Und dann können wir uns da nämlich direkt den Flugpunkt holen. Ich habe auch schon ein bisschen Nektar eingekauft und weil die in Sturmwind keine Äpfel hatten, habe ich jetzt Brot gekauft. Die frisst unser Dien aber auch. Kein Problem. Wie gesagt, hier war so der erste Kontakt, der zweite Kontakt mit der Horde so richtig. Weil der erste Kontakt wirklich war der ja damals in Schwob, ich vergesse immer den Namen. In Dunkelküste. Warte, ich glaube, ich, als ich dann da war, oder als wir dann da waren, habe ich das mal erzählt. Ja, und hier war also der zweite richtige Kontakt, wo man die anderen dann auch gesehen hat. Richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte. Damals war es so, dass man die auch nicht betrachten konnte, nicht wie heute. Was lustig war, irgendwann ging das dann, das war dann kurz vor Wattelkarr, und dann kam mir diese komische Brache dieser Seuche aus, wo es dann langsam auf das nächste Add-on hinzuging. Da konnte man sich dann, wenn man beides als Zombie dann war, weil was man nach einer Zeit sowieso war, sobald man sich Richtung Boden näherte, wurde man dann gebissen von den anderen Mitspielern.
Man wird zum Zombie. Dann konnte man sich untereinander lustigerweise unterhalten. Wir hatten damit viel lustige Erfahrungen gemacht mit dem Zombie-Virus. Wir hatten einen dabei, sind wir damals raiden gegangen in, ich glaube, Schwarzer Tempel war es sogar. Da war einer als Zombie, ist dann rein, hat sich Spaß gemacht, hat dann anscheinend irgendwie einen Mob infiziert und die haben sich dann alle gegenseitig infiziert und nachher war die ganze Instanz oder beziehungsweise der ganze Raid waren Zombies. Und dann mussten wir abbrechen, weil funktioniert dann nicht mehr. Ja, das war lustig. Im kleineren Stil ist mir das auch passiert. Da hatte ich auch noch gezwungen zu dem Zeitpunkt, mein Magier. Ist das mit Todesminen. Mit dem Verlies passiert. Das war auch lustig. Sind wir dann rein, haben uns dann vorne versammelt. Jeder hat ein paar Quests gesammelt draußen. Ja, und dann war einer anscheinend infiziert und ja, und hat ein Mob dann auch infiziert und dann ging das ratzfatz und wir waren alle nur noch in einer Zombie-Instanz. Allerdings waren die dann nicht mehr Elite oder so, sondern die waren ganz normal, Non-Elite. War schon lustig. Oh, ins Knifflig. Ich glaube, das nehme ich und dann. Ja, es geht so die beiden hin und her ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich wechsle mal die Tasten. Okay. Aber Raserei, okay. Angriffstempo. Ich dachte, einfach rot und groß. Oder das ist wahrscheinlich nur bei Dings, ne? Hier bei. Zorn des Wildtieres und Herz des Wildtieres. Wildes Herz. Ich hätte auch schon das nächste Level bis 300 Kirschen nehmen können, allerdings hatte ich nicht so viel Geld. Ich glaube, 2 Gold und hat es gekostet und wir haben 1 Gold und. Ja. Das fand ich doof. Na gut, machst du nichts. Aber es ist wesentlich entspannter mit Begleiter hier durch die Gegend zu eiern als alleine. Es ist furchtbar teilweise gewesen. Hier mit meinem Schamanen. Ich bin so oft gestorben. Allein dadurch, dass ich jetzt hier wie jetzt nach Butibay gelatscht bin. Habt ihr gesehen, wir sind jetzt, ja einmal haben wir angegriffen, sonst werden wir angegriffen und einmal wurden wir angegriffen durch diesen getarnten Panther. Das war nicht schön. Aber damals war es nicht viel besser. Man hatte auch nicht viel weniger Angriffe oder so. Oh, und hier die Arena von Gurubashi heißt sie, glaube ich. Ja. Da bin ich auch oft gestorben. Weil in der Mitte alle 4 Stunden kommt eine Kiste. Wir können ja mal gucken, eine Kiste zum Öffnen. Wo dann irgendwas, weiß gar nicht, irgendwas zum Anziehen oder so drin ist oder eine Marke. Ich glaube, mittlerweile ist eine Marke mit einer Quest da drin. Ich bin hier so oft gestorben. Ich wusste das ja damals nicht. Also bin ich schon rein. Und dann. Ich hoffe, Gefallen ist nicht drin. Sobald man dann hier reingeht, wird man dann PvP gefleckt. Aber alle gegen alle. Ja, und man stirbt. Und mittlerweile ist hier irgendwo. Ist dann ein Questgeber. Wo man dann einen Gegner besiegt, der dann, weil es ein NPC, den man dann, oder ein Mob, killen muss. Das ist dann quasi ein Spiegelbild teilweise, glaube ich. Oder ein Hortler. Beziehungsweise für die Horde ein Allianzler oder so war das. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, damals. Was wo, dass sich oft die Schurken, die 70er, sich irgendwo versteckt haben und dann bist du dann dahin gegangen und denkst, oh, eine Kiste. Guckst du doch mal. Zack, warst du tot.
So als 35er oder 30er hier rumeierst. Ja, das war schon unlustig. Ja, und irgendwann kam mir das Moped raus. Wo wir gerade bei 30er sind, fällt mir das ein. Kam mir irgendwas dann das Moped raus und dann hat dann einer, ich glaube ein 80er war es dann, einen durch die ganze Welt hier gefahren. So war der, glaube ich, ohne irgendwas zu tun, dann irgendwann 30. Ja, das war auch gut. Und dann kann man irgendwann auch für Blümchen sammeln und für, ja, zu sammeln EP. Dann hat einer, habt ihr bestimmt auch gehört, bis Level 80 zuerst gemacht. Dann nachher ja, Level 85, dann 90 und mittlerweile 100. Nee, Quatsch, das mit dem 100 stimmt nicht. Der hier mit 85, nee, mit 90 und 100, das war ja dieser, der sich für keine Fraktion entschieden hatte und immer nur auf der kleinen Insel geblieben ist. Auf dieser Schildkröte, auf dieser wandernden Insel da, dieser Panda. Genau. Ich weiß nicht, ob das was gewesen wäre für mich. Und der zu Wotelkar, der hatte dann einen Druiden gemacht. Ich glaube, der hat nur eine oder zwei Quests gemacht, um irgendwas zu holen oder in irgendeinen Bereich reinzukommen. Und hat den Rest einfach nur durch Farmen gelevelt. So was. Genau. Ich kriege immer noch einen Schreck, wenn ich die sehe, weil mit einem habe ich den Blutsegel Bukanier gemacht. Und den Blutsegel Admiral. Und die sind dann ja unfreundlich. Ja, und haben mir dann kräftig aufs Maul gehauen. Und manchmal habe ich das vergessen. Bin dann hier reingeflogen. Gedacht, oh ja, gehst du dir mal einen Kaffee machen in der Zeit? Komm wieder, war tot. Und ich wollte dann auch irgendwann mal den ganzen Stoff und so, damit ich wieder neutral werde, machen, aber hab's nie auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich es irgendwann gelassen. Weil im Endeffekt braucht man ja gar nicht mehr wirklich nach hier, wenn du dann groß bist. Damals war ich, glaube ich, 80, da habe ich das gemacht. Das hört sich an, ne? Und hier der hat damals für Codes zum Beispiel den Spektraltiger verkauft. Von diesen Lootkarten. Ich weiß gar nicht. Mittlerweile ist das, glaube ich, anders geregelt. Dass du den dann irgendwo bei Blizzard, also bei der Battle.net-Seite eingibst. Und das dann bekommst. So, dann kann man hier nämlich ganz viele Quests annehmen. Und hier drin auch irgendwo einen abgeben. Kommen richtig alte Erinnerungen hier hoch, hier, was man denn hier alles gemacht hat, ey. Gefühlsmäßig war ich hier so oft und so lange. Aber vielleicht, weil ich auch nachher so viele Twinks hatte. Das könnte sein. So, am Ende, als ich dann nachher aufhörte zu spielen, hatte ich. Puh. Auf der Allianz hatte ich 1100er. Und auf der Horde-Seite, glaube ich, 400 oder 500er. Also habe ich ziemlich viel getwinkt. Aber. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr und dann habe ich aufgehört zu spielen. Was das Aktuelle angeht. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder anfangen soll mit dem kommenden Add-on. Momentan reizt es mich nicht wirklich. Dann macht hier so PC Spaß. Finde ich ganz in Ordnung. Aber ansonsten fehlt mir so ein bisschen der Ansporn, irgendwas zu tun in der Richtung. So, das haben wir. Dann können wir auch noch wieder abgeben. Urane Winterhof. Gucken wir oben. Und bald können wir dann auch die ganzen Piraten hier kloppen. Ja, da ist immer noch die Uhr an, okay.
das war... Nö. Okay, anscheinend ist das immer noch das Fest. Stände mir immer noch welche. Dunkelmondfest. Okay, ist immer noch das Dunkelmondfest. Ich dachte, das wäre nicht mehr, weil ich jetzt auch nichts mehr eben, als ich in Sturmwind war, gesehen habe davon. Okay, es ist einfach nur ein Buggy Buggy. Bald mal unser Zweihandschwert. Ja, sieht noch ganz gut aus. Das können wir schon mal verkaufen, das können wir verkaufen. Und ich glaube, das ist Mondpirscher Pelz. Ich glaube, die Quest haben wir schon lange, lange abgebrochen. Mhm. Ich lasse noch ein bisschen drin, falls, aber ich glaube, wir haben die schon. Das ist länger abgebrochen. Hm, und hier gibt es einen Transporter, der führt uns zur Gnomeregan. Okay, das war damals nicht so, glaube ich. Aber auch gut zu wissen, dass es da einen Transporter nach Gnomeregan gibt. Ich glaube, für Gnomeregan sind wir mittlerweile etwas zu groß. So. Flugpunkt haben wir geholt. Jo, was sagt die Uhr? Na, da haben wir noch ein bisschen. Ich würde sagen, dann fliegen wir erstmal nach oben ins Lager. Und von da aus gucken wir weiter. Und jetzt haben wir ja den Punkt, den Flugpunkt mit hier. Das ist nämlich ganz praktisch. Geht das Reisen was leichter. Hm. Okay, 2 Minuten. Geht ja noch. So. Ist ja die Frage, ob ich das weiter skillen soll oder hier weiter skillen. Fragen über Fragen. Man weiß es nicht. Ich glaube, das müssen wir auskillen. Daran, also an dieses Zeichen hier kann ich mich nämlich erinnern, dass viele Jäger damit rumliefen. Nö, ich glaube, das braucht man nicht. Ist nur zum schöner Leuchten, sage ich mal. Aber das müssen wir noch skillen, die 5 Punkte auf jeden Fall. Treffsicherheit. Leben. Irgendwas mussten wir hier von noch skillen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken. Gibt ja noch ein paar alte Guides dazu. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mussten wir hier noch. Gezielter Schuss oder so? Bis dahin noch skillen? Ich weiß es nicht mehr. Muss noch mal gucken. Sperrfeuer. Dieses schneller Tod, das kenne ich auch noch, dieses Zeichen. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, jetzt haben wir hier noch. Genau. Wie? Keine Folge, Chris? Na los. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Süderstadt. Ja. Genau, unser vermisster Diplomat. Upsala, wo laufen wir denn lang? Sumpfland, richtig. Entschuldigung. Im Sumpfland. Dann können wir auch in den Süderstadt. Ja, mal gucken, ob wir das alles tun. Oder ob das eine irgendwann grau werdende Quest wird. Ja. Ein bisschen Questplatz haben wir, daher kein Problem. Sind, ach so, hier oben, okay. Stimmt, da waren die. Geh mal
Stück noch dahin. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns. Tschüss.